So, hallo Leute. Und zwar möchte ich heute ein Video machen über den schwedischen Armee-Rucksack. Den gibt es in mehreren Versionen. Also es gibt, so schaut das Ding aus. Der ist jetzt schon bepackt. Er hat also überall, wie man so sieht, Schlaufen. Da kann ich also alles Mögliche dranhängen. Hier auch zum Beispiel so eine einfache Armeetasche. Die lassen sich also durch dieses Kraxensystem wunderbar befestigen. Man kann also hier oben sieht man, auch wählen, welchen Abstand man haben will von den Rucksackschlaufen, sage ich jetzt mal. Der eine sagt hier, ich möchte sie weiter außen haben, der andere weiter innen. Hier ist dann so ein bisschen so ein Schulterpolster. Das lässt sich, wie gesagt, auch alles festziehen. Dann gibt es die Dinger mit Hüftgurt und ohne Hüftgurt und den einfachen klassischen, den zeige ich euch dann auch noch mal kurz. Ja, durch dieses Kraxensystem, also durch dieses Metallgestänge im Rücken, ist also das in meinen Augen eine wunderbare Geschichte. Man kann die ganze Sache auch abhängen. Schau mal hier sieht man es. Also einfach die Schlaufen dann raus. Das kann man hier unten. Locker machen die ganze Geschichte und dann kann ich, wie gesagt, die Tasche komplett entfernen und habe halt dann nur eine Lastenkraxe. Also ich kann mir das Teil zusammenstellen, wie man möchte. Jo, was habe ich jetzt hier zum Beispiel drauf? Hier unten habe ich dann einfach mein Schlafsackzelt, oben eine Decke drauf, Tasche hinten rum. Machen wir das mal hier auf. Also man kann den wahnsinnig hoch beladen. Hier ist zum Beispiel eine Armeetasche. Wenn die so ein paar Schlaufen außen hat, kann man die mit dem Zugurt auch seitlich am Rucksack befestigen. Da würde ich halt Sachen reintun, zu denen man relativ schnell Zugriff braucht. Und wie gesagt, hier oben dann halt die Sachen für den persönlichen Gebrauch. Hier vorne, wie bei allen schwedischen Rucksäcken von diesem Modell, ist praktisch so eine Art Axthalterung drin. Da kann man die Axt anklemmen oder Gewehr, je nachdem für welchen Zweck. Jo. Und so schaut praktisch der Basisrucksack aus. Hier unten ist dann noch genügend Fläche, um praktisch sämtliche Sachen, die man so braucht, zu lagern. Das ist jetzt ein sogenanntes Quermodell. Das Längs hole ich euch auch noch mal schnell. Das ist also, hier haben wir das Längsmodell. Hat hier recht schöne Haken wieder, dass man irgendwas außen Zugurt drum. Und dann montiere ich mir da, wie gesagt, einfach meine Gasmasken, Armeetaschen drauf. Zack, seitlich dran mit dem Zugurt fertig. Also wie gesagt, das ist das Längsmodell. Das Quermodell, was ich mir jetzt auch noch mal geholt habe, schaut so aus. Also wenn man den einfach dreht, dann hat man also fast die gleiche Packfläche wie beim normalen. Vorteil hier ist halt, ich habe hier unten noch groß eine gute Fläche, wo ich praktisch dann mein Zelt, Schlafsack und sonstige Ausrüstung festmachen kann. Und sage halt, durch dieses Gittersystem, Alu-Gittersystem, kann ich also daran packen, was ich will. Ich brauche halt nur ein paar Spanngurte, Zugurte und schon kann ich da praktisch draufpacken, was ich möchte. Wie gesagt, gibt es dann mit oder ohne Hüftgurt. Und ist eigentlich für jeden von der Größe her einstellbar. Zack. Hier nochmal zum Aufmachen. Man sagt hier, ich möchte das Ganze runternehmen. Fertig. Also ich persönlich finde die Dinger genial. Also egal ob für Wandertouren, ich kann es halt bis zum geht nicht mehr erweitern. Ich kann also da dran zuhören, was ich will. Das Quermodell ist vielleicht für einen Jäger ganz auch interessant, weil man sagt, wenn man jetzt irgendwo Gams
Jagern oder Rehwildjagern ist im Winter Pirschen, dann kann man da seinen Bock oder seine Gams dran festschnallen und hat die ganze Soße nicht im Rucksack. Hier oben packt man dann die Sachen rein, die man für den Ansitz braucht. Ansitzsack, Decken, ein bisschen was zu essen, zu trinken. Da gibt es genügend Videos drüber, ja, von mir. Also, wie gesagt, klassischer Armee-Rucksack längs. Dann gibt es noch das Quermodell. Das ist das Teil hier mit Hüftgurt und ohne Hüftgurt, je nachdem, ob man ihn hernimmt oder nicht. Ja. Und ich finde das Teil genial. Durch die Schlaufen kann ich da so viel dran packen. Ich habe überall eine Möglichkeit, was reinzuklemmen, was reinzuhängen. Das ist also so, sag mal, so ein Ding, was ich bis je nach Bedarf erweitern kann, wie ich lustig bin. Ich kann die ganze Geschichte auch komplett abnehmen. Dann habe ich halt nur die Kraxe. Machen wir jetzt auch mal schnell. Hier einfach die Schlaufen ab, ein bisschen locker machen. Und dann kann ich hier oben die Schlaufe abziehen. Zack, und dann ist das Ding schon ab. Also ich kann es auch unten postieren oder oben postieren, je wie ich Lust habe. Und deshalb, wie gesagt, finde ich das Teil eigentlich ganz cool. Machen wir es auf der anderen Seite auch nochmal. So. Und so habe ich dann praktisch nur dieses Tragegestell. Jo. Das war jetzt ein ganz kurzes Video über den schwedischen Armee-Rucksack. Den gibt es in sämtlichen Variationen. Quer, längs, quer mit Hüftgurt. Je nachdem, wie man will. Ist ein einfaches, billiges und sehr robustes System und man kann es unendlich mit diesen kleinen Armeetaschen erweitern. Die haben alle irgendwo einen Bügel dran, irgendwas Stabiles halt, und dann kann ich das da dran machen, wie ich brauche, und habe halt dann, kann mein Rucksack je nach Bedarf also erweitern. Sicherlich ist so, dass man sagen kann, der Tragekomfort bei neueren, moderneren Rucksäcken ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ob ich jetzt da, keine Ahnung, 2 Kilometer mehr oder weniger gehe, das ist jetzt mir persönlich scheißegal. Wenn ich irgendwo lauf, unterwegs bin, dann mache ich dann Pause, wenn ich das meine oder brauche. Und da richte ich mich nach Streckenkilometer oder Etappen, die ich schaffen muss, weil, wie gesagt, vom Prinzip kann ich ja an dieses Teil alles ranschneiden, was ich brauche. Jo, das war's. Kurzes Video. Schwedischer Armee-Rucksack. So, jetzt schneiden wir das Ding mal ein.